meine Lieben, schön, dass ihr dabei seid bei meinem diesjährigen Vlogmas. Ich freue mich schon voll drauf. Dieses Jahr möchte ich es so machen, dass ich wirklich versuche, jeden Tag ein Video hochzuladen. Ich starte am 1. Dezember und ende am 24. Dezember, aber meine Videos kommen ins, also nicht im Zweitagesabschnitt. Das erste Video kommt 2 Tage später, weil ich Zeit zum Schneiden brauche. Das heißt, dieser Vlogmas vom 1. Dezember kommt am 3. Dezember und dann wird der letzte am 26. Dezember kommen. Von daher finde ich, passt es noch. Oder 26. ist auch noch Weihnachten. Ja, ich bin nicht so schnell im Schneiden und Hochladen und fertig machen. Deswegen, ja, ich brauche, denke ich, schon 2 Tage beim Drehen bis zum letzten Endes auch wirklich hochladen. Ich hoffe, das ist okay für euch, aber ich denke schon, das machen ja, glaube ich, einige, dass die erst so 1-2 Tage später online stellen. Ja, wie gesagt, heute ist der 1. Dezember und ich freue mich wirklich voll auf diesen Vlogmas. Ich weiß auch nicht, ich habe da so richtig, richtig fett krassen Bock drauf. Ja, passend natürlich heute, dass auch Samstag ist. Was steht heute so an? Also ich werde gleich erstmal frühstücken. Und dann werde ich mit euch natürlich die Adventskalender aufmachen. Also die 2, die ich habe. Ich habe noch einen auf der Arbeit, die mache ich dann halt logischerweise erst Montag auf. Ja, sind doch 2. Oder verkauft. Ja, ne? Ja. Ich wollte noch so einen ganz billigen Schokokalender eigentlich, aber habe ich voll vergessen. Vielleicht hole ich mir den Montag, dann kriege ich den noch günstiger, obwohl die sowieso schon günstig sind. Und dann kann ich Montag gleich 3 Tüten noch. Muss ich nochmal sehen. Ja, aber die zeige ich euch gleich, die Adventskalender. Erstmal möchte ich nämlich frühstücken. Und ja, heute steht eigentlich nur, sag ich mal, ein Spieleabend an, auf den ich mich aber schon mega freue. Die Sassi kommt dann später zwischen 16 und 17 Uhr, habe ich gesagt, ist okay. Und dann werden wir Brettspiele spielen. Oh, da freue ich mich schon richtig drauf. Zeige ich euch dann. Und ich freue mich auf unsere Käseplatte heute Abend. Cheeseboard wird es geben. Ja, aber jetzt möchte ich erstmal frühstücken. Und ich muss oben die Fenster aufmachen, sagte mein Mann. Habe ich vergessen. Ja, und ich möchte auch noch ein Video schneiden, weil ich versuche trotzdem, gucken, ob es klappt, noch 1 bis 2 Mal die Woche ein normales Video zusätzlich online zu stellen. Das heißt, ihr werdet spät abends, ich denke, die Vlogmas-Videos werden wirklich spät abends online kommen. Ich denke, so gegen 21 Uhr. Und, ja, weiß ich nicht, so 2-3 Stunden vorher versuche ich dann, ich habe da halt irgendjemanden. Aber ich möchte nicht so aufwendig gucken. Aber ich müsste mir das merken, weil dann könnten wir noch Blümleins oder so besorgen. Mach jetzt so oder nicht auch? Ich glaube auch, dann kannst du ein bisschen durchziehen. Was wollte ich denn jetzt sagen? Naja, noch ein anderes Video online stellen. Versuche ich ja trotzdem noch so 1 bis 2 Mal die Woche. Normalerweise versuche ich ja wirklich immer mittwochs und sonntags. Ich weiß nicht, vielleicht dann auch nur einen Tag während der Vlogmas-Phase, muss ich mal sehen. Ja, aber eins möchte ich jetzt schneiden, das soll dann eigentlich Sonntag schon online gehen. Was seht ihr, dann kommen sogar gleich 2. Also das Sonntag und dann auch doch das andere Video Sonntag. Obwohl, geht ja schon gut los. Ja, mache jetzt erstmal das Frühstücken und dann sehen wir uns später wieder. So, ich bin jetzt lecker gefrühstückt, habe dabei ein bisschen Let's Plays geguckt. Also, ich bin aber noch voll in Detroit, also Detroit konnte ich ständig gucken. Und jetzt möchte ich meinen Adventskalender aufmachen. Und zwar beginnen wir mit dem von Ikea. Ja. Er steht hier drauf. Und jetzt gucken wir mal kurz, wo ist die Nummer 1? Da ist ja jetzt Haché-Schokolade drin. Ne? Haché kommt ja aus dem Brenn. Oh, Momentchen, ich muss das hier irgendwie festhalten. Oh, ein Herz. Oh nein, es fällt da raus. So, oder steht da was drauf? Ja. Ab heute geht's los. Starte die aktuelle IKEA Adventskalender-App, scanne die Rückseite jedes Türchens und erlebe tolle Überraschung. Soll ich denn das scannen? Da ist doch gar kein Code drauf. Mach ich vielleicht mal morgen. Kann ich das da abmachen? Nein, ich lasse das. Mach ich so zu und dann ist gut. Ja. Ja, aber nix. Okay. Also hier gibt es so ein leckeres. Also mal gucken, ob es lecker ist. Schmilzt mir in der Hand weg. Oh nein! Na, es ist jetzt. Es gefüllt mit Nougat. Möchtest du abbeißen? Oder möchtest du das morgige Türchen aufmachen? Teilen wir uns.
Und nicht das Ganze. Nur so eine Ecke. Jetzt. Magst du? Nur, ne? So, mein Mann hat seinen schon aufgemacht. Der hatte den Brettspielkalender. Hat er letztes Jahr schon gehabt. Da sind keine Brettspiele drin, das sind halt. Oh, jetzt fällt mir das Wort. Ja. Heute. Mini-Erweiterung. Genau, so Erweiterung. Heute zu einem Spiel, was wir gar nicht besitzen. Ist natürlich schade. Ich habe den Lego Adventskalender und ich freue mich so sehr, ihn jetzt aufzumachen. Wir müssen uns nochmal überlegen, wie wir das jetzt machen, ne? Weil ich möchte das theoretisch hier aufbauen. Das war ein von noch haben, ne? Oh, Scheiße! Muss auch. Der kann ja nicht durchgehen. Ich guck erstmal, wo die Nummer 1 ist. Hä? Muss auch aufgeklappt werden, ne? Ich dumme das. So wird das nicht funktionieren. Momentchen. Also, das muss man hier, glaube ich, irgendwo aufklappen. Ihr seht wahrscheinlich jetzt so rein gar nichts, ne? Ich brauche ihn nicht hier. Was? Ja, super, hast du das gemacht. Mein Mann bastelt da was. Oh, Scheiße. So, jetzt klappen wir das hier auf. Und dann müssen wir das, glaube ich, so hinstellen. So. Das sieht ja doof aus. So. Aber anders geht es, glaube ich, nicht. Und dann kann man das da mit draufstellen. Türchen Nummer 1. Wo ist Türchen Nummer 1? Ah, shit. Das sieht aus wie eine Rakete. Okay, da müsste das sein. Huch. So, die bauen wir jetzt doch mal auf. Wa? Und wo kommt die hin? Also da kommt der Hubschrauber hin. Da wird bestimmt ein Flugzeug hinkommen oder ein Auto. Ich habe keine Ahnung. Was meint ihr denn? Wo kommt denn da eine Rakete hin? Na, wir bauen sie erstmal. Müsste ich eigentlich sehen können. Die Anleitung ist natürlich jetzt in dem Kalender. Ich glaube, ich reiß die Tür einfach ab. So, abgerissen, weil die Anleitung ist immer in der Tür selbst drin und dann reiß ich das jetzt einfach ab. Dann geht's los. Kleine Rakete. Da sind halt dann immer noch ordentlich hier Ersatzteile drin. Ich habe aber festgestellt, mit langen Fingernägeln ist das nicht so praktisch. Ich habe lange Bauspaß, weil mir auch bei kleinen, einfachen Dingen ständig was aus der Hand rutscht. Ja, gucken wir mal, wo wir das jetzt hinstellen. Wo das da hinpasst, thematisch. Theoretisch ja nirgends. Was ist denn da? Keine Ahnung, wo packe ich die hin, Schatz? Ach so.
da kommt vielleicht noch ein Flugzeug. Na gut, dann packe ich die erstmal auf die Startbahn. Hier starten, ne? Ja, eigentlich schon. So? Auf der Startbahn? Dann? Keine Ahnung, man wird sehen. Morgen liegt es ja nicht mehr, weil er es weggekickt hat. Ja, also unser erstes Türchen. Ich hatte auch überlegt, euch abends am Ende des Videos immer noch was ranzuhängen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, vor einigen Jahren habe ich das mal erwähnt. Wir haben so ein Buch. Aber wie heißt das denn noch? Weihnachtsgeschichte heißt das nicht, ne? Mit diesen 24 Geschichten. Also es ist ein Buch und man kann halt jeden Tag eine Geschichte vorlesen. Aber es ist eine zusammenhängende Story. Es ist halt so ein Adventskalenderbuch, kann man sagen. Ich habe es nicht gefunden. In der alten Wohnung hätte ich gewusst, wo es ist, aber hier ist es nicht da, wo ich es vermutet habe. Deswegen, ja, vielleicht finde ich es noch und dann hänge ich euch halt an einem Tag mal zwei Geschichten hinten an. Muss ich mal gucken. Aber das wäre noch eine Adventskalendermöglichkeit. Ja, und jetzt werde ich mir meinen Laptop holen und ein bisschen schneiden. Weil wir haben es jetzt auch schon bei 12. Und dann kommt bald schon Sassi. Und hier ist noch nichts getan. So, dann habe ich mich das letzte Mal gemeldet. Naja, ich habe auf jeden Fall Video geschnitten und so weiter. Und jetzt müsste ich noch ein bisschen putzen. Deswegen stehe ich hier im Bad, aber ich kann mich nicht so richtig aufwachen. Ich müsste eigentlich schon so mit Staubwischen und so, aber habe ich keine Lust. Habe ich wirklich keine Lust. Deswegen. Ach, nur alles ein bisschen grob. Habe gerade schon Schlafzimmer gemacht und das Gäste-WC, Wohnzimmer ein bisschen. Ja, jetzt ist nur noch das Bad dran und dann werde ich glaube ich noch eben schnell fegen, treppen. Dann hier den ersten Stock und oben die Treppen und da den Teil. Weil in die einzelnen Räume schicke ich eigentlich immer Morty, den werde ich euch glaube ich auch nochmal ins Bad schicken. Aber ich putze jetzt erstmal das Bad. Weil ich mich in einer Stunde glaube ich auch mal in die Dusche stellen müsste. Ich bin so ein Typ, total bescheuert. Eigentlich ist das doof, ich weiß. Ich stelle jetzt mal hin. Ich immer dusche, wenn ich schon geputzt habe. Eigentlich macht das sehr viel mehr Sinn, erst zu duschen und dann zu putzen. Aber ich denke mir so, wenn ich dann geduscht bin und dann putze, dann kann ich wieder so schwitzen. Dann mache ich mich wieder dreckig. Deswegen putze ich immer erst und dusche dann. Ja, deswegen muss ich jetzt hier wenigstens das warten. Fertig. Wie gesagt, ich habe es echt jetzt nur grob gemacht, ich habe kein Staubgewisch oder sowas. Nur eben Bad, Dusche, Waschbecken, Klo, Spiegel, fertig. Kein Bock. Ja, aber ich denke, ich werde dir gleich noch mal Morty durchschicken. Jetzt werde ich nur noch die Treppen fegen, genau. Und nochmal den Tisch gleich nochmal freiräumen und abwischen im Wohnzimmer. Millennium Falken Tisch. So, wir haben es jetzt 16:30 und Sassi hat mir schon geschrieben. Sie stand an der Fähre und dann war die voll. Jetzt musste die nächste nehmen. War ein bisschen knapp dran und hat die Fähre jetzt nicht hergekriegt.
Ja, das heißt, sie wird auch erst gegen, ja, kurz nach 5 wahrscheinlich dann hier sein. Wartet, jetzt hat sie mir geschrieben. Ja, okay. Genau, die kommt also ein bisschen später. Aber es ist jetzt auch nicht so wild. Ich habe jetzt hier schon alles soweit ein bisschen vorbereitet. Also für heute Abend jetzt die Dingsplatte noch nicht. Ach, die ist aber klein. Das ist doch ein Logo. Das nochmal auf. Genau, das Cheeseboard jetzt noch nicht. Ein bisschen Süßkram. So ganz leckere Gummi-Dinger. Mein Mann ist müde. Ja. Einen Tee habe ich noch gekocht, aber ich brauche jetzt erstmal einen Kaffee irgendwie. Dieses dunkle Wetter ist dann auch so. Und so richtig schön müde wird. Ja. Also warten wir auf Sassi. Und dann zeige ich euch gleich. Was wir so spielen. So, Sassi ist da. Hallo. Ich mache jetzt Vlogmas, falls du dich fragst. Und wir spielen heute. Oh, das sieht man hier drauf richtig. Guck mal her. Das siehst du da total. Oh ja, aber in echt gar nicht. Das Chamäleon spielen wir. Also wenn ihr das jetzt in echt sehen könntet, das sieht man gar nicht so deutlich wie hier in der Kamera. Weil das sich voll so anpasst und so. Ja, das ist ein relativ flottes eigentlich Partyspiel, aber wir haben es noch nie gespielt. Und da man das ab 3 Spielern spielen kann, wird das jetzt getestet. Dazu trinken wir leckeren Pernod-Tee. Alkoholfrei, versteht sich. Sassi muss ja noch schlafen. Mhm. Und dann gibt es Süßigkeiten. Yay! Hallo. Ja. Soll ich anfangen einfach? Wir gucken, was der Rest auch ist, ne? Ach so. Und? Schwarz. Tier. Ich glaube, ich weiß ja, was ein Chamäleon ist. Und das ist jetzt, der ist vorbei, wenn du sagst, du weißt, wie viele Runden spielen? Nein, eine. Jeder sagt ein Wort. Jeder sagt ein Wort. Oh, dann hast du nicht aufgepasst. Deswegen meine ich auch, das funktioniert, glaube ich, zu dritt nicht ganz so gut das einfach. Ja, funktioniert tatsächlich nicht so gut, okay. Ja. Wollen wir runterziehen? Um zu bestimmen, dass Sassi das Chamäleon ist? Hä? Um zu bestimmen, dass Sassi das Chamäleon ist? Ja. Ich sag mir. Ja, was denn jetzt? Und jetzt zählen wir runter. Jetzt zählen wir runter? Ja. Und dann decken wir auf. Dann zeigen wir auf den wir meinen, dass das Chamäleon ist. Ach so, das ist jetzt auch schon echt. Ja, ich dachte, wir haben es jetzt beschlossen. Achso, okay. Okay, ja. Also, 3, 2, 1. Mate. Wieso sagst du denn Tier? Wer war, was war es denn überhaupt? Welcher Hund? Snoopy. Deswegen hat schwarz wunderbar gepasst. Ja gut, Snoopy ist schwarz. Ja, aber Goofy ist auch schwarz, deswegen habe ich schwarz gesagt, weil ich wusste, Snoopy und Goofy. Ja, ich habe gedacht, dass... Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Ich fand, das war... Ja, ich habe aber gedacht, so gut wie offensichtlich sagt man es denn? Also wie offensichtlich muss man es beschreiben? Weil ja, halt nicht zu offensichtlich, das stimmt schon. Aber Tier war irgendwie für mich auch etwas zu allgemein. Und ich hatte schon Angst, so, oh scheiße, was machst du jetzt? Jetzt bin ich das Chamäleon in der ersten Runde. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe schon Angst, ich muss anfangen. Viel schlimmer ist, wenn du anfängst und das Chamäleon bist. Wenn du anfängst und das Chamäleon bist, ist richtig scheiße.
Ich fang an, ne? Mhm. Haus. Oh, ja, okay. Ich hab aber auch nicht auf die Überschrift geguckt. Das ist ja bescheuert. Soll ich nochmal ein anderes Wort? Nein. Na, oh, bescheuert. Das ist gar nicht so einfach, ne? Fliesen. Okay. 3, anders? 2, 1. Oh. Das war gut mit Fliesen, oder? Also wenn, achso, ich weiß es ja nicht. Also, ja, aber dann war das gut mit Fliesen, ne? Was war's denn? Das war das Badezimmer. Ja gut, das dachte ich, wegen dem Spiegel halt. Ja, aber du hättest doch jetzt auch noch, theoretisch hättest du jetzt ja noch raten können, ne? Weil wir dir ja beide gesagt haben, du bist... Achso, ja, stimmt. Also, ja. Ach ja, stimmt. Ja, ja. Ich habe nämlich auch überlegt, was sagt man jetzt, was nicht nur auf den einen Raum hinweist. Stimmt, ich hätte jetzt also, noch raten können, ich hätte Badezimmer gesagt, dann hätte ich... Theoretisch zwei Punkte bekommen. Einen, genau, weil wir dich aufgedeckt haben. Aber Spiegel fand ich jetzt recht eindeutig. Ja, deswegen war mir klar, dass Sassi auf jeden Fall nicht das Kameleon ist. Und für mich ist das eigentlich nicht so eindeutig. Echt nicht? Nee. Höchstens noch das Schlafzimmer. Ja, gut, aber... Oder gibt es einen Flur? Oder Flur so? Gibt es auch. Flur aber vielleicht. Aber Spiegel ist für Badezimmer schon, deswegen war mir schon klar, dass das jetzt nicht ist. Und ich wollte erst waschbecken sagen, dann dachte ich so, ach, das ist halt total... Ja, weil es in der Küche ist ein Spülbecken. Die Fliegen, ne? Habe ich überhaupt nicht gedacht. Das kann ja auch überall sein. Eine Runde noch, ne? Weil das war so geil. Also zu dritt ist jetzt nicht so. Habe ich ja gesagt, du brauchst eigentlich 5 oder so. Weil man hat auch die Anzahl der Wörter einfach, die rauskommt. Du fängst an, ne? Hm. Okay, nein, das wäre nicht in 5 Minuten immer noch hier sitzen. Ball? Frankreich. Ach, rund. Es gibt ja nur ein Chamäleon, ne? Ja gut. Haben wir uns entschieden? Ja. 3, 2, 1. Okay, machen wir es mal richtig. Was war das richtige Wort? Was meinst du, war das richtige Wort? Was hast du gesagt? Du hast Frankreich gesagt und du rund. Jo. Keine Ahnung, Radfahren? Ja. Ach Quatsch, ey. Ja, ganz ehrlich, ich habe darauf... absichtlich rund gesagt wegen Rundfahrt? Wegen der Räder. Ja, aber ich dachte noch irgendwie wegen die Tour de France in der Rundfahrt ist, dachte ich jetzt erst noch. Ehrlich, ich hab da gerade drauf geguckt und dachte so... Das hab ich schon gemerkt. Du hast noch nichts gesagt und mir war schon klar, dass das hier ist. Das ist auch super schwer. Ich wollte erst Sport sagen, dann habe ich gesehen, Sport steht halt direkt da drüber. Ja. Ne? Also das ist schon... Also wenn du anfängst, hast du eigentlich schon die Arschkarte. Oder du hast einfach Glück. Ja. Ist halt auch so, wenn du das zu 5 spielst, ist die Chance, dass du das Chamäleon bist und anfangen musst, halt auch sehr viel geringer. Ja. Na gut, also aber wenn man mehrere ist, ist das glaube ich echt ganz gut. Wobei, ich glaube, das mit dem Zeichen fand ich besser.
Ja, aber das, geht, das hier ist viel einfacher. Ja, stimmt. Das, weil beim Zeichnen, auch bei dem Kackzeichnen, musst du irgendwie was können, so ein bisschen. Ich fand's einfach so lustig, mit dem Körperteil. Und aber also ich muss ganz ehrlich sagen, beim Zeichnen ist es, wenn, selbst wenn du quasi keine Ahnung hast, was das Thema ist, du kannst einfach irgendwas machen. Ja, ja. So, und kannst dann irgendwie versuchen, irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Es ist sehr viel schwerer beim Zeichnen irgendwie rauszufinden, wer es ist, ja, weil, ja, weil dann machst du halt einfach irgendwas. Das gefällt mir da eigentlich ein bisschen besser, wenn du also mehr bist, glaube ich, dass es mir besser gefallen wird. So wie wir unterschreiben würden. Und das ist halt nochmal der sein Firmenname. Ja, wir spielen jetzt Flip Over Frog. Das habt ihr vielleicht in meinem Essen-Spiel-Vlog gesehen. Da habe ich davon gesprochen. Das ist unser diesjähriges Sunny Days. Ach, schließlich Sunny Days, könnten wir auch spielen. Unser diesjähriges Sunny Days. Es ist so süß. Es ist einfach so süß. Guck euch bitte diesen süßen Frosch an. Hier jetzt das erste Mal, dass das verkehrt rum draufsteht. Nee, der ist. Ach, der Frosch ist verkehrt rum. Der Frosch ist verkehrt rum. Okay. Das Interessante an dem Spiel ist, dass es als erstes auf der Nintendo Switch rauskam. Wir werden jetzt ganz lecker Käse essen und alles, was da noch so drauf ist. Mehr alles andere ist mehr da als Käse. Aber wir haben natürlich noch mehr Käse, ist ja klar. Ja, dazu gibt es ein kleines Weinchen und dann spielen wir gleich noch wahrscheinlich, wo war es denn jetzt? Da oben. Hexenhaus. Bei Flip Over Frog hat übrigens Sassi gewonnen und ich dachte, der Fisch wäre niemand. So, es war Sassi. Ja, aber sieht das nicht gut aus? Weiter geht's mit Hexenhaus. Da oben. Hexenhaus. Ganz, ganz süßes Spiel. Mit ganz süßen Charakteren. Die man aufessen muss. Man muss sie in den Ofen schieben und essen. Bevor ich es jetzt vergesse, ich muss dieses Video noch beenden. Wir haben es jetzt 12:30 schon und... Ach, ich hätte es jetzt fast weg. Ja, Sassi ist aber eigentlich auch schon, ich weiß gar nicht, gegen 10 oder so gefahren. Und dann habe ich mir noch einen Wein genommen und noch ein bisschen hier auf der Xbox dieses Disneyland Adventure Dingsbums gespielt. Und jetzt möchte ich einfach nur schlafen. Es war aber ein schöner Abend und hat Spaß gemacht, ein paar Spiele zu spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch alle Spiele gezeigt habe, aber ein paar. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch regelmäßig Spieleabende macht. Und dann dürft ihr das Video gerne bewerten, indem ihr einen Daumen gebt, nach oben oder nach unten. Und dann sehen wir uns morgen schon wieder. Bis dann.